Manchmal, wenn ich mein Büro betrete, kommt es mir vor, als wanderte ich durch die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Nicht wegen der Unordnung, die dort herrscht, sondern weil es sehr den Überresten jenes zivilisierten Wesens ähnelt, das ich einst war. Wo ist der verdammte Detektiv? Dem reiß ich den Kopf ab, ich schwör's, ich reiß ihm die Augen auf! Hey, du! Her mit den Fotos, du Wichser! Sofort! Sonst bist du gleich eine tote Katze! Hast du verstanden? Die hat's wohl die Sprache verschlagen, was? Du willst das ja nicht anders! Ich bring dich um! Ich bring dich um! Her mit den gottverdammten Fotos! Ich bring dich um! Her mit den gottverdammten Fotos! War nicht das erste Mal, dass ich es bereute, einem Kerl wie dem eine zu verpassen. Doch immerhin hatte ich noch genug Zeit, ihn da zu treffen, wo es richtig wehtut. Den Kiefer gebrochen. Jetzt ist er so im Arsch wie deine Ehe. Wenn du meiner Frau diese Fotos zeigst, bin ich geliefert. Dann ist mein Leben ruiniert. Bitte. Ich misch mich nicht gern in anderer Leute Angelegenheiten ein. Aber das ist nun mal mein Job. Ich habe auch Rechnungen, die ich bezahlen muss. Du bist hier doch derjenige, der seine Frau betrügt, Meister. Fass dir doch mal ans eigene Horn. Ich bin kein Fremdgänger, ich schwör's. Das war doch nur ein einziges Mal zum Himmel. Ich bin bloß ihr Leibwächter, mehr nicht. Die hat mich verführt. Ich liebe meine Frau bei allem, was mir heilig ist. Ich hab sogar meinen beschissenen Job für die aufgegeben. Du kannst deine Familie doch nicht wegen eines kleinen Fehlers zugrunde richten. Das wäre doch unanständig, oder? Wenn ich die Wahrheit vor ihr verberge, nehme ich ihr das Recht, sich frei zu entscheiden. Ich lasse ihr keine Wahl. Gut, wie wär's hiermit? Du gibst mir diese Fotos und ich tische eine Notlüge auf und ich bezahle dir das Zehnfache von dem, was sie dir angeboten hat. Du rettest meine Familie und streichst dazu noch ein hübsches Sümmchen ein. Was meinst du, abgemacht? Ich konnte mich nicht erinnern, jemals etwas anderes als schlechte Jobs, Schulden und Sorgen angehäuft zu haben. Meine Selbstachtung und mein Kontostand lieferten sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen um den absoluten Tiefpunkt. Du machst die Sache nur noch schlimmer. Du ziehst besser Leine, bevor die Gäule mit mir durchgehen. Hör mal, mein Bester. Ich habe mich nach dir erkundigt. Du bist ein guter Detektiv. Aber du hast schon bessere Zeiten gesehen. In letzter Zeit hattest du nur noch echte Scheißfälle wie den hier. Ich biete dir einen Weg daraus. Geld kann Berge versetzen, weißt du? Du könntest mal ein paar Annoncen schalten. Vielleicht findest du so bessere Klienten und gut bezahlte Aufträge. Weißt du, du könntest ganz neu anfangen. Komm schon, denk drüber nach. Du kannst meine Familie retten. Und dich selbst noch dazu. Ich hab dich gewarnt. Okay, gleich reißt mir ganz offiziell der Geduldsfaden. 3. Du Verdammter! 2. Warte, nicht schießen! 1. Das wirst du noch bereuen, dass du dich mit Eugene Colbert angelegt hast. Schwör ich dir! Mein ungebetener Gast hatte mir gleich mehrere Geschenke hinterlassen. Erstens mal eine geschwollene Hand. Die Haut des Kerls war steinhart. Zweitens eine leere Brieftasche. Business as usual.
Drittens, das Gefühl, dass mein moralischer Kompass besser eingenordet war, als mir gut tat. Und last but not least war ich mir sicher, dass weitere Geschenke folgen würden. Ist ein netter Kerl, du Hirtenmann. Siehst du, was habe ich dir über meinen Kumpel Blacksad erzählt? Er kennt dich nicht mal und bietet dir schon was zum Sitzen an. Jake, woher zum Henker soll ich wissen, dass du's bist, wenn du nicht mal anklopfst? Halt die Klappe und hör zu, Kumpel. Ich habe hier eine Klientin für dich. Und genau deswegen müssen wir ihn unbedingt finden. Sonst haben wir ein echtes Problem. Danke für die Informationen und das Foto. Das wird uns beides weiterhelfen. Ich fasse mal schnell zusammen. Ihr Vater, Joe Dunn, Boxmanager und Boxclubbesitzer, hat sich vor 2 Tagen erhängt. Ja. Bobby Yale, ein Boxer aus Dunns Club, hat in 2 Wochen einen immens wichtigen Kampf gegen den amtierenden Champion. Doch vor 2 Tagen ist er verschwunden. Ungefähr zum Zeitpunkt des Todes ihres Vaters. Ja. Kurz gesagt, taucht Bobby Yale nicht zu seinem Kampf auf, müssen sie Strafe zahlen. Doch da sie gerade nicht flüssig sind, müsste der Boxclub ihres Vaters wohl dicht machen. Ja. Sie wollen also, dass ich Bobby Yale für sie finde? Ja. Nein. Jake will, dass sie Bobby finden. Oh, verstehe. Nun, erstens... Das tut mir wirklich sehr leid, Miss Dunn. Lassen Sie mich Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen. Danke. Verdammt nochmal, John. Übernimmst du jetzt den Fall oder nicht? Klar. Ich weiß, dass Sie knapp bei Kasse sind. Wie wäre es also hiermit? Wenn ich den Fall löse, schauen wir mal, wie viel Sie bezahlen können. Ich bin mir sicher, wir können uns auf ein angemessenes Honorar verständigen.
Ich weiß, dass ihr Gales Apartment schon erfolglos durchsucht habt. Aber ich will's mir selbst nochmal ansehen. Die Putzfrau Mary Purnell, die Joe Dunns Leiche gefunden hat, die arbeitet Teilzeit in Sam's Diner, die Straße runter links, oder? Das stimmt. Ich denke, der werde ich auch mal einen Besuch abstatten. Und hier im Boxclub werde ich mich natürlich auch umsehen müssen. Gut. Ich denke, für den Anfang habe ich genug.